Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Reinhard Sprenger heiße ich. Ich würde gern zu diesem Thema, das Frau Wille gerade so schön eingeleitet hat, gern noch was Substanzielles zu diesem Thema erzählen, also zum Thema Robust und Redundanz, beziehungsweise was kann man eigentlich tun als Führungskraft, um sowas wie Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens wenigstens zu ermöglichen. Und beginnen würde ich gerne mit etwas, was uns eigentlich als Menschen auszeichnet. Und da gibt es einen sehr, sehr interessanten Forschungsaspekt aus den USA, vielleicht kennen Sie diese Forschung, wo ein amerikanischer Professor einem Setting von Menschen eine Kaffeetasse gegeben hat. Es waren etwa 200 Leute und die hatten die Kaffeetasse. Und dann hat er ihnen im Tausch gegen diese Kaffeetasse einen Schokoriegel angeboten. 70% der Probanden hielten an dieser Kaffeetasse fest. Und 30% tauschten die gegen den Schokoriegel. Aber einem anderen Setting von Menschen, wieder 200 Menschen, ein Schokoriegel. Und hat diesen 200 Menschen im Tausch gegen diesen Schokoriegel eine Kaffeetasse angeboten. 70% der Probanden hielten an diesem Schokoriegel fest. Sie kennen diese Themen, die sind vielfach diskutiert worden, Verlustaversion und so weiter, aber ich glaube, eins zeigt sich daran ganz eindeutig, dass wir alle im Kern Reaktionäre sind. Wir verherrlichen die Vergangenheit, wir kennen das im Bereich mit so einem Sprichwort wie lieber die Spatze in der Hand, also die Taube auf dem Dach, oder im psychotherapeutischen Kontext, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Huch. Und manche Leute haben diese Tendenz, wirklich an dem festzuhalten, was ist. Und wenn irgendetwas anderes passiert, was unvorbereitet ist, dann versuchen sie es immer mit noch mehr Anstrengung in die gleiche Richtung. Wir kennen das auch aus dem psychotherapeutischen Kontext. Das nennt sich dann mehr vom Selben und ist im Grunde Ornament der Neurose. Man verstärkt also seine Anstrengung und probiert gar nichts Neues zu machen. Das ist insofern sehr, sehr wichtig, als diese Tendenz, die ich jetzt als reaktionär bezeichnet habe, so stark ausgeprägt ist, dass Leute grundsätzlich, also viele Veränderungen überall begrüßen, nur nicht bei sich selbst. Viele Menschen erleben ja fast eine neue Zahnbürste als persönliche Bedrohung. Ja, also von Gottes Willen, was ist denn da los? Und das hat viel damit zu tun, wie unser Verstand funktioniert. Und dieses Chart will ich Ihnen gerne anbieten. Wenn Sie dieses Chart verinnerlicht haben, haben Sie einen lebensverändernden Prozess vor sich. Da Sie das aber nicht verinnerlichen werden, haben Sie auch keinen lebensverändernden Prozess vor sich. Also nehmen wir mal das Thema Motivation. Unter der Flagge der Motivation segelt seit fast 50 Jahren ein Ablenkungsdiskurs, der die demotivierenden Aspekte des institutionellen Rahmens abblendet und ersatzweise individuelle Motivationshaushalte diskutiert. Und da sollen die Leute irgendwie motivierter sein, schneller rennen, mehr verkaufen. Aber die Leistungsmöglichkeiten, das heißt die Rahmenbedingungen, unter denen diese Leistung erbracht werden soll, bleiben dieselben. Damit machen sie die Leute zynisch. Und dieser Zynismuspegel in den Organisationen, den können sie spüren. Und der ist ein immens wichtiger Aspekt zum Thema Zukunftsfähigkeit. Also, wenn Sie dort etwas machen wollen, rate ich Ihnen dringend, sehe ich noch eine andere Farbe habe, wahrscheinlich nicht. Erstens, gucken Sie sich den institutionellen Rahmen und fragen mit der positiven Kraft des negativen Denkens, was dementiert denn das, was wir hier oben wollen? Was macht denn ein entsprechendes Verhalten unwahrscheinlich? Und wenn Sie das seriös gemacht haben, können Sie sicherlich in einem zweiten Punkt auch mal das Individuum angucken. Und natürlich gibt es Leute, die Fehlbesetzungen sind, natürlich gibt es Leute, die unverantwortlich handeln und die da nicht hingehören. Aber erst nachdem Sie die Bedingungen der Möglichkeit im Bereich des institutionellen Rahmens mit Blick auf Zukunftsfähigkeit, mit Blick auf Resilienz gestärkt haben. Und genau das passiert nicht. Sondern wir haben auch zu diesem Thema fast immer nur die Individualisierung struktureller Unwahrscheinlichkeiten. Frage, was können Sie tun? Und ich möchte kurz 3-4 Bemerkungen hier machen, in den verbleibenden 13 Minuten, und dann 3-4 Aspekte in den Punkt bringen. Ich glaube, der erste und wichtigste Aspekt im institutionellen Rahmen, den habe ich hier schon angedeutet, nämlich, das heißt,
vom Kunden, die Organisation vom Kunden her neu denken. Nicht die alten Dinge der Vergangenheit immer wieder versuchen, immer wieder zur Geltung zu bringen, sondern anzufangen vom Kunden her als Urfraktal den Auftrag des Kunden zu definieren. Und genau das findet im Regelfall nicht statt. Das heißt, es geht mir darum, dass wir vielleicht doch noch eine Überlegung haben, die ich immer wieder sehe. Wenn das ihr die Organisation, das ist ihr Unternehmen XY, dann haben wir wieder diese beiden hier. Und dann ist die Leitdifferenz, um die die meisten Unternehmen gestrickt sind, die Leitdifferenz oben, unten. Das heißt, oben fragt, unten antwortet, unten fragt, oben antwortet. Es geht immer hoch und runter. Das heißt, das alte Allokationsproblem, ich habe gesagt, Geld, wo tue ich das hin, läuft im Regelfall entsprechend mit einer ausgebrochenen vertikalen Spannung. Und die meisten Unternehmen sind dermaßen mit sich selbst beschäftigt, dass sie das, wofür sie eigentlich bezahlt werden, nämlich nicht die Vertikalspannung, sondern dort der Kunde, nämlich die Horizontalspannung, kaum noch sehen. Ich habe mein Handwerk bei der 3M gelernt, da wurde schon von vielen Jahren gesagt, wenn ein atomarer Supergrau das ganze alles platt gemacht hätte und nur Headquarter der 3M würde noch stehen, das Unternehmen wird locker 5 Jahre weiterarbeiten. Ja? Würden über E-Mails reinkommen und Telefone würden klingeln. Nach 5 Jahren würden wir sagen, ach, gibt's da noch einen? Nee, da gibt's nicht mehr. Oh, ist nicht so schlimm. Ja? Wir sind einfach so begeistert mit uns selbst. Also, was ich hier deutlich machen möchte, kriege ich gar nicht natürlich in der Kürze der Zeit raus. Sie können sich nicht vorstellen, Sie haben eine Moderation. Das Unternehmen ist fast 30 Milliarden schwer. 50 Jahre lang sehr erfolgreich. Seit 4, 5 Jahren, Thema Internet, fängt's an zu schlingern. Große Moderation, Vorstandsvorsitzende stellt sich vorne hin und sagt, meine Damen und Herren, wir müssen dringend etwas ändern, so geht das nicht weiter. Aber die Erfolgsrezepte der Vergangenheit, an denen halten wir fest. Go get lost. Ja? Mein Mitleid haben sie nicht. Weil die entsprechend unterstellten Kausalitäten, weil wir das und das und das gemacht haben, deshalb sind wir so erfolgreich, natürlich dermaßen naiv sind, dass die Leute nicht auf der Höhe der Komplexität sind, für die sie bezahlt werden. Denn vieles von dem hat sich garantiert nicht kausal so ereignet, sondern aus Zufall. Viele Dinge passten unter bestimmten Bedingungen. Nur das wird dann ex post zur Strategie erklärt. Und das ist natürlich nicht von dieser Welt. Als ich im Programm dieser Veranstaltung das Wort robust las, schoss mir sofort ein Begriff in den Kopf. Und dieser Begriff ist Vertrauen. Solange ich über das Thema Führung in Organisationen schreibe und nachdenke, weiß ich, es gibt keine robustere Position als Vertrauen zwischen Chef und Mitarbeiter. General Norman Schwarzkopf, sicherlich kein Weichei, Vietnam-Veteran, hat das mal so gesagt. Führung ist eine kraftvolle Mischung aus Strategie und Vertrauen. Wenn du aber auf eins verzichten musst, verzichte auf die Strategie. Und das ist sicherlich ziemlich harter Tobak von einem Menschen, der sicherlich in schwierigen Situationen war. Warum ist es so? Naja, als Führungskraft müssen Sie fortwährend entscheiden zwischen Positionen, die gleichberechtigt sind. Und entscheiden heißt sich schuldig machen. Und damit erzeugen Sie automatisch Widerstand. Auch wenn Zukunftsfähigkeit Ihr Thema ist, werden Sie Widerstand erzeugen. Sie werden sagen, Mann, jetzt blass dich mal nicht so auf. Das ist doch alles nur eine teure Veranstaltung. Das zahlt sich doch jetzt gar nicht auf. Dafür werden Sie ziemlich verhauen werden. Und ich glaube auch der Störungsauftrag, den Sie mit Blick auf Zukunftsfähigkeit realisieren müssen, dafür werden Sie von Ihren Mitarbeitern nicht geliebt. Aber vielleicht doch anerkannt, wenn die Menschen sehen, dass das, was sie dort tun, eine Investition in die gemeinsame Zukunft ist. Das ist etwas, was ich in vielen, vielen Unternehmen weltweit als das kritischste Element überhaupt erlebe. Die Frage, spüren die Menschen, dass das Management eine gemeinsame Zukunft vorbereitet? Jede Organisation und jeder Mensch präsentiert sich im Angesicht der Zukunft, die er erwartet. Und Sie kennen aus Ihrem Sozialverhalten das auch alle, dass wenn Sie erwarten, dass Sie diese Menschen wiedersehen werden, dass Sie mit dem eine weitere Wegstrecke zurücklegen werden, dass dann Ihr Verhalten völlig anders aussieht, als wenn Sie das nicht erwarten.
Und dieses Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft ist, glaube ich, der entscheidende Punkt im Verhältnis zwischen Chef und Führungskraft. Vertrauen. Und das ist ja auch das wesentliche Element zum Thema Führen und Folgen, was ja ausgesprochen schwierig ist. Sie kriegen die Leute ja nur hinter sich und die Herzen ihrer Leute erreichen sie ja nur, wenn die Menschen ihnen folgen. Und dieses Folgen ist ohne Vertrauen undenkbar. Wenn sie glauben, sie könnten führen, ohne dass ihnen die Leute folgen, gehen sie nur spazieren. Und ich sehe sehr, sehr, sehr viele Führungskräfte, die das Vertrauen ihrer Mitarbeiter verloren haben. Und wo die Leute nur sich deshalb einigermaßen anpassen, weil da Macht und Hierarchie eine wesentliche Rolle spielt. Worum es mir geht, ist, wenn Sie sich vor Ihre Mitarbeiter stellen und denen etwas erzählen, das findet hier übrigens auch statt gerade, werden Ihre Mitarbeiter immer drei Fragen implizit stellen. Erstens, ist er glaubwürdig? Zweitens, meint der mich? Und drittens, plant er eine gemeinsame Zukunft oder meint er nur seine? Und wenn Sie alle drei mit Ja beantworten, dann werden die Leute hinter ihm bleiben. Wenn nur eins mit Nein ausfällt, haben Sie Leute verloren.